perfekte Müsli muss im Prinzip selbst für jeden Einzelnen zusammengemischt werden. Deswegen mischen wir das Müsli und schicken es dann zu dem Kunden. Müsli hat eine rasante Entwicklung hinter sich. In den letzten 12 Monaten sind wir von 10 Mitarbeitern auf über 50 gewachsen. Unsere Produktionsfläche hat sich, glaube ich, verzehnfacht in dem gleichen Zeitraum. Entsprechend viele neue Müsli-Freunde konnten wir mit ihren Lieblingsmischungen beglücken. Wir müssen versuchen, mehr Organisationsstrukturen einzuziehen, müssen noch mehr delegieren, an gute Mitarbeiter abgeben, Dinge, die wir sonst selbst erledigen, obwohl wir eigentlich andere Sachen machen sollten. Wir müssen versuchen, in ausländischen Märkten noch besser Fuß zu fassen als bisher und mal Müsli in die Welt bringen. Der Sieg bei Enable to Start hat uns auf der einen Seite viel geholfen. Erstmal, indem wir ein bisschen mehr Liquidität in die Kasse bekommen hatten. Auf der anderen Seite haben wir etwas Öffentlichkeit wieder bekommen, die wir allerdings auch schon vorher hatten. Was aber wahnsinnig interessant war und eigentlich das Beste an Enable to Start unserer Meinung nach, war tatsächlich der Galaabend und die Möglichkeit, mit interessanten Persönlichkeiten zusammenzukommen und sich einfach mal zu unterhalten. Das war wirklich spitze. Dafür würde ich es wieder machen. Ich habe für meinen Vater Gartenabfälle weggefahren und auf der Fahrt dahin habe ich schon überlegt, ob das hält mit dieser Folie, die ich da eingebracht hatte. Und der Rückfall von dem Ganzen saß dann auf einmal so eine dicke Spinne auf meinem Sichtfeld. Backpacks. Flexibler Kofferraumschutz, die Ladekante geschützt, die Stoßstange und auch der Dachhimmel ist flexibel geschützt. Es hat sich sehr viel getan. Ich habe unheimlich viele Vertriebswege getestet, habe ganz viele Aktionen gestartet, ich habe eine neue Produktion aufgebaut. Es ist schon ein schwerer Weg, den man geht als Gründer, besonders ich mit Produkten, die ich produziere und quasi voll auch in der Globalisierung als kleines Glied mit drin hängen. Aber es kommt immer auf die Definition an. Misserfolge sind ja auch Erfolge, wenn man sie werten kann. Ich habe sehr viel PR gemacht, aber FTD nur ein Teil davon. Aber trotz allem hat man gelernt, auch damit umzugehen, mit dieser wöchentlichen Berichterstattung. Ja, Konzerne beschweren sich, wenn sie einmal im Quartal ihre Zahlen präsentieren müssen. Und in dem Sinne war es ja fast ein wöchentlicher Einblick, was man tut. Und da hat einem natürlich auch die Augen geöffnet, um zu sehen, was habe ich in der Woche wieder gemacht, was werde ich bis nächste Woche tun. Auch diese Kurzfristigkeit war einfach ganz neu. Wir müssen weg von diesen reinen Aufbewahrungsanstalten, ja, vom Verwahrungszweck hin zu Bildungseinrichtungen, zu frühkindlichen Bildungseinrichtungen. Mein Ziel ist es, mit Elion Stoffel qualitativ hochwertige Kinderbetreuung in Deutschland zu etablieren. Wir haben zufriedene Kunden, wir haben viele glückliche Kinder und das Unternehmen läuft soweit. Es gibt Reibungsverluste, es gibt sicherlich auch Probleme, die wir noch anpacken müssen, insbesondere in der Struktur des Unternehmens, dass die richtigen Aufgaben bei den richtigen Mitarbeitern landen, dass ich mich mehr rausziehen kann, um das Unternehmen auch im Gesamten noch besser voranbringen zu können. Ich hätte gern weitere Einrichtungen von Elion Stoffel. Zudem gibt es Ideen im Unternehmen, ein weiteres Segment zu erobern im gehobenen Mittelklassebereich, beziehungsweise auch das Segment der Betriebskindertagesstätten anzugehen. Der Sieg bei Enable to Start war definitiv ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das Geld an sich war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich denke schon, der Bekanntheitsgrad, der dadurch enorm gesteigert worden ist, insbesondere in München, davon profitieren wir schon. Wir haben eine Technologie entwickelt, um Produkte und Dokumente vor Fälschungen zu schützen. Beim Drucken von unseren patentierten Mustern entsteht eine Signatur, die wir messen können, maschinell lesen können und so das Produkt eindeutig identifizieren. Und wir haben in diesem Jahr eine Firma gegründet. Wir haben viel am Markt, bei vielen Kunden, bis wir eine Idee hatten, wie können wir das verkaufen oder welche Probleme könnten wir überhaupt lösen. Und in diesen Prozessen haben wir mehrere Iterationen gemacht, bis, ich glaube, erst nach einem Jahr wissen wir, was wir machen. Ja? Und heute in einem Jahr müssen wir schon
unsere Technologie ausgetestet haben. Wir müssen das im Prinzip vor Ort gezeigt haben, dass es geht, dass es funktioniert. Und es geht darum, jetzt das zu wiederholen, jetzt neue Kunden zu suchen. Okay, ich glaube, wenige von unseren potenziellen Kunden haben die Tagebücher gelesen, aber wir haben es gemerkt, diese Quartalsberichte, diese Zeitschrift, die Beilage, an diesen Tagen haben immer Leute angerufen. Unternehmen haben angerufen, haben sich interessiert, Investoren, und so dass wir im Prinzip kein Marketing brauchten. Es gibt so viele tausende Unternehmen, Technologieunternehmen in Deutschland, die entstehen im Grund und Zentrum und die kennen niemanden und die haben keinen Zugang zu Kunden. Ich glaube, wir hatten dieses Problem nicht. NAT ist eine schnelle Biosystemgastronomie, die in einem modernen Ambiente breite Bevölkerungsschichten mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln ansprechen möchte. Ich habe Trendforschung betrieben und habe mir angesehen, was in der Welt in den nächsten 100 Jahren passieren kann. Frauen essen anders als Männer, die essen kleinere Portionen, variantenreicher, aufgeschlossener. Aber wir haben auch was für die Männer. Also ich selber will in meinem eigenen Laden auch glücklich werden. Das heißt, wir haben auch Steak, wir haben Hamburger, wir haben auch eine Hühnerbrust. Ja, also wir Kerle kriegen auch was, wo wir glücklich werden, aber es ist doch schon eher der Fokus auf die Frau gesetzt. Ja, nach der Preisverleihung ging es ja erst noch mal mit der Bauphase bei uns los. Also wir haben noch ab Oktober 2 Monate kräftig gebaut, Personal eingestellt, geschult und haben dann im Dezember das erste Restaurant geöffnet. Und naja, so mit all den Schwierigkeiten, die so eine Gründung haben, mit Personal, mit den Produkten, mit den Kunden, mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also da gibt es auch eine ganze Menge an Hausaufgaben. Und die schönen Dinge, muss man ganz klar sagen, war auch ein bisschen so der Prozess, der durch die Financial Times ein bisschen katalysiert worden ist, dass wir eben doch eine breite Öffentlichkeitsresonanz hatten. Und viele der Journalisten eben auch bei der Financial Times gucken, was die so machen. Und dann eben auf uns gekommen sind und gesagt haben, ja, also tolles Konzept, da wollen wir auch drüber berichten. Und es waren eben nicht nur es waren nicht nur Publikumspresse, sondern auch viel Fachpresse dabei. Also sehr spannend und sehr breit gestreut. Und das hält eigentlich nach wie vor an, das muss man jetzt sagen. Also ich denke mal, dass wir da einen großen Rückenwind gekriegt haben durch die Financial Times Präsentation.